Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, Minecraft. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben, zwischen den ganzen Zombie-Pferden und Skelett-Pferden, die noch im originalen Minecraft texturiert sind, weil die ja eigentlich überhaupt nichts verloren haben. Ja, lustigen kleinen Pferde. Und hatten beim letzten Mal noch ganz schnell einen Lucky Block aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ich nehme ja jetzt hier die Folge noch direkt drauf an. Genau. Und, weiß ich gar nicht, ob die geteilt wurde oder nicht. Ich hoffe ja nicht. Wir hatten auf jeden Fall noch schnell den Lucky Block aufgemacht und wir haben Kaninchen-Ragout rausgekriegt. Wo ich, sage mal, gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, dass es sowas in Minecraft gibt. Oder ist das jetzt auch mit dem Mod dazugekommen? Nee, das, ich glaube, Kaninchen. Ich glaube, kann sein, dass es mit den Kaninchen dazugekommen ist. Da habe ich gar nicht so. Jetzt mehr im Gedächtnis. Ich meine, ich habe sogar mal gelesen, dass es das gibt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir wieder zu Hause. Wir waren ja noch lustig unterwegs und können hier Schallplatten auflegen. Da, eine Katze. Miau. Plum, 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 plum. Wir haben hier noch Redstone-Lampen. Wir haben hier überhaupt ganz schön viel Redstone-Gelumpe und Trichter. Und was? Ja, okay, lassen wir es erstmal da drin. Wir wollen natürlich auch in dieser Folge wieder einen Lucky Block öffnen. Ja, da bloß so viele haben wir nicht mehr. Ja, unser Vorrat geht doch schneller zur Neige, als ich mir das so gedacht hatte. Den tun wir jetzt aber erstmal weg, weil den brauchen wir jetzt nicht. Und dann können wir stattdessen ja hier noch ein bisschen rumwetzen und Kaninchen-Ragout essen. Wir haben auch noch ein paar Sachen im Inventar, die ich gerne noch ganz, oder überhaupt ganz gerne einfach noch ein bisschen weggeräumt hätte. Wie viel bringt denn sowas? Okay, jetzt haben wir eine Schüssel. Eine leere Schüssel. Ja, ich weiß gar nicht, das Essen bringt kein Buff. Nee. Das war einfach nur der Buff vom Dingsrich. Hier jetzt erstmal eine Runde pennen. Hier hinauf. Zack. Neben der Zauberuhr. Gute Nacht. Und. Ach ja, wir hatten den hier hingestellt mit Absicht. Ja, da war ja was. Ich würde jetzt erstmal gucken. Wir haben ja fast 30 Level zusammen. Ich würde nämlich mal gucken. Oh nein, ich bin sogar nackig. Dass ich hier mein. Achso, jetzt habe ich den angelegt. Huch. Nee, ich wollte den eigentlich hier. So. Dass wir hier so eine lustige brennende Rüstung. Nee, dass wir uns eine Diamant-Brustplatte bauen in dieser Folge und die dann einfach mal. Achso, das sind die Samen, die da noch rumliegen. Verzaubern mit Level 30. Soweit sind wir ja von Level 30 nicht mehr entfernt. Von daher alles nicht das Problem. Genug Diamanten. Huch. Sollten wir auch noch. Oder hatten wir nicht noch? Warte mal, hatten wir nicht noch eine Diamantbrustplatte irgendwo rumliegen? Ich glaube, wir haben sogar noch eine. Oder. Ja. Cool. Brauchen wir ja gar keine bauen. Da können wir uns die Diamanten sparen. Okay. Ja, geben wir halt unsere ganzen Diamanten nicht aus. Mir soll es recht sein. Warte mal, ich nehme hier mal ein paar Smaragde und versuche mal zumindest den Lucky Block ein bisschen luckier zu machen. So, gucken wir mal. 11. What? Hä? Was? Ah! 45. 100? Ein bisschen viel, oder? Ah, komm, was soll's. Zack, machen wir hier 100 Glück. Ne? Dann ist er super lucky. Hoffen wir mal, dass das passt. So. Ja, irgendwann gehen uns ja auch dann die Smaragde aus. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Level. So, wo kriegen wir Level her? Ich weiß wo. Wir gucken uns die Hasen an. Das bringt es natürlich nicht. Wir gehen natürlich in unsere Monsterfalle und holen uns dort die entsprechenden Level ab. So, tüdüm, tüdüm, tüdüm. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes auf die Brustplatte draufkriegen können. Ich hoffe doch, was Gutes. So, schön das Plünderungsschwert ausgerüstet. Und dann gucken wir mal hier, zack. Uah, da kommt er schön entgegen. Hab ich mich jetzt erschrocken. Junge, so rein mit dir, du alles Fleisch. Hier in die Kiste. In die Kiste des Vergessens. Zack. Jetzt habe ich wieder irgendwas aufgesammelt. Naja, egal. Nein, ich will da nichts auf mir euer Zeug entgegenzuwerfen. Das soll alles hier in die Kiste reingehen. Nur die Trichter, die da unten im Boden sind. Kommt da nicht ran. So Blödsinn. What the fuck? Ja, machen wir es halt so. Mir doch egal. So, Hauptsache, die gehen alle drauf. Jetzt brennt es hier in meinem Gesicht. So Blödsinn. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, weil wir haben ja unser Level 30 erreicht. Mehr wollte ich ja nicht. So. Gehen wir jetzt wieder. Tschüss, Monsterfalle.
Die übrigens hier, das ist ja alles Monsterfalle, ne? Also, was man hier so sieht. Die könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen größer bauen. Wäre möglich, dass wir die noch höher und noch effektiver bauen. Aber so viele Monster können wir gar nicht töten. Oder wollen wir gar nicht töten. Wir sind gar kein so schlechter Mensch. So. Okay, zurück zum Thema. Ich wollte mir einen Brustpanzer verzaubern. Zauberhaft. Wusch, wie schnell wir hier durch unser Lager durchgewetzt kommen, ne? Durch die ganzen Beacons. Das ist voll geil. So. Okay, Brustpanzer. Wir würden schusssicher bekommen. Bäh. Nee, kann ich nicht verzaubern. Schusssicher ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Brauchen sowieso noch Lapis Lazuli. Ich glaube, funktioniert nicht ganz nicht. Ich glaube, Lazuli. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig lichtblind sage. Federfall ist allerdings eine ganz gute Verzauberung. Ich glaube, wir nehmen uns Moment, ein bisschen Federfall mit. So. Da war Federfall verzaubert. Juhu! Was wird man jetzt draufkriegen? Explosionsschutz. Naja, Dorn 1 ist aber auch nicht so das Wahre. Warte mal, ich verzauber jetzt einfach noch ein Buch. Ne? Oh, Behutsamkeit. Behutsamkeit ist natürlich geil. Nehmen wir Behutsamkeit. Das kriegen wir nicht so oft als Verzauberung. Was würden wir denn jetzt draufkriegen? Schutz 3. Na, das ist doch schon mal was. Das ist doch mal eine Aussage. Okay, also brauchen wir jetzt noch 5 Level. Gut. Wo kriegen wir 5 Level her? Ich hätte einen Plan. Wir können im Nether noch ein bisschen Quarz abbauen. Das bringt immer ganz gut Level. Ich dachte gerade, hier steht ein Creeper rum. Nee. Vorher will ich aber noch ein bisschen Zeug loswerden. Ganz gerne. Hier zum Beispiel ein bisschen Stein. Oder ein bisschen Dreck. Ja, wir brauchen ja eigentlich nur ein Stack Dreck im Nether. Mehr brauchen wir ja nicht. Dann tue ich. Warte mal, wo tue ich denn das dann jetzt hin? Pass auf, dann tue ich das jetzt mal hier hin. So, die Bücher auch. Die können wir ja dann später noch wegräumen. Die Goldschwerter. Ich weiß gar nicht, was ich damit anstellen soll. Ach, die tue ich jetzt einfach hier mit in die Kiste. So. Ah, da liegen sie gut. Eine Schüssel. Keine Ahnung. Schüssel tue ich hier hin. Und Kaninchenragout. Das nimmt auch so viel Platz weg. Haben wir noch irgendwo was, wo wir. Ja, ich tue jetzt hier Kaninchenragout rein. Ich habe keine Ahnung, wo ich das sonst hin tun soll, ganz ehrlich. So, dann nehmen wir den Rest nämlich mit. So, du kommst mit. Und gucken wir eine Runde in Nether. Aber dazu würde ich sagen, gehen wir nicht hier hin, weil hier haben wir ja den Nether schon so ziemlich ausgeräubert. Ich würde sagen, wir gehen dafür mit dem Luftschiff weit weg und gehen da in Nether. Da ist auch die Festung. Wir könnten eigentlich auch mal bei der Festung vorbeikommen. Ah. Wir wollten mal die Level zusammen. Doch, ich glaube, wir gehen zur Festung. Gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere Widderskelett, also den ein oder anderen Widderskelettschädel kriegen. Dann können wir ja auch noch ein paar Schweinemenschen umhauen. Oh, ich habe überhaupt keine Rüstung an. Moment. Irgendeine Rüstung sollte ich vielleicht dann doch anziehen. Und wenn es nur eine gammelige Eisenrüstung ist, aber im Moment ist das ein wenig Rüstung. Ach, verflixt, dann nochmal den ganzen Weg zurückrennen, weil ich weiß, was ich vergessen habe. Shit. Ach, egal. Wir kriegen das schon gebacken. Wir kriegen das gebacken. Ich bin da sehr zuversichtlich, was das angeht. Ja, wir haben doch hier bestimmt noch irgendwo eine alte Eisenrüstung rumgammeln, oder? Hier eine Schutz 1, wow. Ist jetzt nicht so das Wahre. So ein Goldharnisch. Haben wir nicht noch irgendwo coole Verzauberte? So ein Kettenhemd ist eigentlich auch nicht schlecht. Ach, guck mal hier, Schutz 2, das ist doch schon mal was. Ach, wir haben ja auch noch einen Lucky Sword. Oh, guck mal. Plünderung 2, aber unseres hat auch Plünderung 2. Und ist besser. Nee, dann bleiben wir dabei. So, dann ziehen wir jetzt hier die Eisenrüstung so lange an. Für das bisschen, passt schon. So, gut. Gerüstet sind wir. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich hätte es voll vergessen. Ja, weil ich will jetzt nicht unbedingt unsere Diamantrüstung, die wir da abgelegt haben, mitnehmen. Ich weiß nicht, die. Das habe ich irgendwie gerade keine Lust zu. Das ist so. Jetzt fassen sich alle an den Kopf. Moi, bist du doof? Da ist Feuerschutz drauf. Du willst den Nether. Ja. Aber ich habe irgendwie keine Lust, die mitzunehmen, weil die so komisch. Ja, die glänzt nicht so komisch. Die glänzt zwar auch, aber nicht so komisch. So. Zack, zack, zack. So, jetzt legen wir aber ab. Hier, ne? Jetzt, als ob wir
Leute vergessen wurden, auf die Titanic mitzunehmen. Die ärgern sich heute noch, dass sie nicht mitfahren durften. So. Und zack, zack, wir sind wieder da. Also zwar woanders, aber das ist nicht schlimm. Wir legen hier dann halt kurz an. Und da steht auch schon das Netherportal. Moment, ich gehe mal die Treppe runter, kann ich es besser zeigen. Da steht schon das Netherportal. So, hier die Treppe runterfallen. Autsch. So. Okay. Ich würde sagen, auf wie geht's sie? Erfahrung und ja, ich denke, wir werden auch ein paar Schweinemenschen wieder einfach ärgern. Schon alleine wegen der Tatsache, dass wir. Huch, nee, ich bin schon da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Warum liegt denn hier Schießpulver rum? Vor allem, wozu brauche ich Schießpulver? Weg damit. Wupp. Okay. Nee, schon alleine wegen der Tatsache, dass wir, keine Ahnung, hier ein bisschen Gold noch rausbekommen können, würde ich sagen, ärgern wir auch noch ein paar Schweinemenschen. So, warte mal. Dich möchte ich ganz gerne umklauhauen. Weil da könnte ja auch Magma-Creme rauskommen. So. Au, au, warum... Ja, zum Glück habe ich keinen Feuerschutz mit. Aua. Erstmal voll ins Feuer gestellt. Oh, wo kommst du denn her? Geh mal schön drauf, Kollege. Wo kam der denn jetzt her? Hä? Warte. Was denn, noch einer? Na. Okay. Gut, er hat keine Träne getropft. Vielleicht der da. Ja, wir könnten eigentlich hier schon die ganzen Schweinemenschen ärgern. Ja, das wäre voll abgehen. Voll die Party. Weißt du was? Lass mal Party machen. Bam! Wuhu, Party! Oh Gott. Sind die alle ganz. Die sind ja alle ganz wild. Ah! Voll in die Ecke gedrängt. Oh, die machen auch gut Schaden. Warum ist hier schon wieder ein Zombie, ein ganz normaler? Wo kommt der her? Wo kommt denn hier ein Zombie her? Was hier überhaupt nichts verloren hat, der Nächste. Was soll denn das? Okay, nee, geht aber voll klar. Guck mal hier, wir sind ja gut versorgt. So, geh mal da runter. Schon wieder ein Gast, meine Güte. Ach, jetzt bleibt er da an der Ecke hängen. Na, willst du wo mal drauf gehen? Meine Güte. So, du bist noch auf mich fixiert? Ja, komm, weg mit dir. Die Schweinemenschen, wie sie sich dann immer freuen, wenn sie einen sehen. So, komm, weg mit euch. So, schon wieder eine Möhre. Aber auch schon 26 Goldnuggets. Also von daher, so ihr seid da jetzt bestimmt, ja, ihr seid auch auf mich fixiert, alles klar. Das ist mir egal, ich esse jetzt trotzdem mein Steak. So, die Erfahrung nehme ich noch mit. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht in die Festung gehen. Ich meine, wir haben ja hier alle Hand voll zu tun. Und Gold kriegen wir hier definitiv mehr raus. Aber halt keine Widerskelettschädel. Das wäre noch so was sehr interessant ist. Ja, kommt, ihr kriegt alle ein Stückchen ab. Batz, batz, batz. Aber wie bei Bud Spencer, Terence Hill hier, batz auf den Kopf. Aua, hat er mich gehauen. So ein frecher Lümmel. So, hier du noch. Immer schön im Kreis. Ja, da kriegen sie ja nicht. Oh, guck mal, der Nächste. Quiek, quiek, quiek. Naja, und einen Goldbarren haben wir auch schon. Das läuft doch, also... An Gold kommen wir ja eigentlich ganz gut ran, wenn wir sowas machen. Wo kommen hier normale Zombies her? Ich verstehe das nicht. Seit wann ist denn sowas so? Keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall einen 100%igen Lucky Block. Ich würde sagen, den machen wir einfach mal im Nether auf, oder? Mal was anderes. So. Einfach mal gucken, was bei rumkommt. Oh, Spawn-Eier? Cool. Wir sollten sowas öfters im Nether aufmachen. Das ist ja cool. Was habe ich denn hier gekriegt? Ein Schwein, eine Kuh, ein Huhn und ein Schaf.
Oh, ich glaube, die hebe ich mir auf. Da habe ich schon eine Idee, was wir damit machen können. Da habe ich einen Plan. Ach, das ist cool. Schwein, Kuh, Huhn und ein Schaf. Toll. Schön. So macht das Spaß. Jetzt müssen wir bloß noch überleben. Das wäre noch so ein kleines Schmankel. Tschack, tschack. So, Schwert zusammengebaut. Ja, kommt hier, ich habe euch doch nicht vergessen. So. Ja, der Rest sieht gut aus. Da muss man sich immer mal umgucken. So, dann bauen wir noch die Schwerter zusammen. Dann haben wir da noch ein ganzes Schwert, ne? Keine halben Sachen hier. So, das nehmen wir natürlich noch mit, was die droppen. Sind die jetzt noch eckig? Ne, der ignoriert mich. Okay, der ignoriert mich jetzt. Finde ich super. Die Rüstung, ja, gut, die sieht nur ganz okay aus. Was, warum? Was habe ich getan? Hilfe! Wer hat mich denn jetzt? Wer von euch war es? Wer hat gesehen, was passiert ist? Jetzt kommen sie alle über die Ecke gekrabbelt. So, tschack, 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 tschack. So. Blub. Es kann sein, dass hier drunter in der Höhle noch welche sind, ne? Die das dann auch mitgekriegt haben. Das ist gut möglich. Ja, das kann gut sein. Naja, gut. Ist mir aber auch ziemlich Wurst gerade. Von daher, wenn die meinen, hier Akro sein zu müssen, die ollen Schweinemenschen, dann bitteschön, wenn die Spaß dran haben. Mir soll es egal sein. So, wir gucken mal jetzt hier über unsere wunderschöne breite Brücke. Oder war das hier? Ich glaube, das war hier. Weil hier ist ja eine Festung, das ist aber nicht so eine coole Festung. Die coole Festung war weiter hier hinten. Ich glaube, ja, genau. Hier an der Seite vorbei. Hier hinunter, hier hinauf. Links und rechts und oben drüber. Und theoretisch müssten wir die jetzt schon bald sehen können. Oder? Da ist sie doch. Genau, da ist die andere Festung, die wesentlich cooler war. Hier sind wir mal auch zum Farmen. Immer für die lustigen kleinen Witterskelettschädel. Ja, die sind ja auch nicht gerade unerheblich wertvoll. Also, sprich, die sind wertvoll. So. Und ich würde jetzt gerne mal gucken, wo wir waren, glaube ich, da hinten immer hochgegangen. Genau, da war hier dazwischen immer die Lava. Wir könnten. Pass mal auf, ich nehme jetzt mal hier. Wir brauchen eh kein Zombiefleisch. Ein bisschen Quarz sammeln. Bringt ja gute Erfahrung. Und darum sind wir ja eigentlich hier. Wegen der Erfahrung. Weil die noch ein bisschen verzaubern. Schon wieder ganz vergessen. Ja, das ganze Quarz liegen lassen. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwuppdawupp. Schwuppdawupp. So. Oh, hier wie ihm der Erfahrung zufliegt. Toll. Sching, 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 sching. Was ist das für eine riesige Quarzader? Junge, die ist ja riesig. Okay. Da geht's auch noch weiter. So, jetzt hängen wir hier fest und kommen nie wieder raus. Nein, Hilfe. Nicht das Problem, wir können es hochbauen. Und jetzt hängen wir hier fest. Nein, okay. Wir gehen einfach an der Seite vorbei. Ah, da will man es mal spannend machen. Mann. So. Die Schweinemännchen hier, die interessieren sich so überhaupt gar nicht für uns. Finde ich okay. Jetzt wollen wir ja auch noch ein bisschen abbauen. Also, ne, wenn die uns in Ruhe lassen, besser so für die. Jetzt hoffe ich, dass hier keine Lava drüber ist. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn jetzt hier über uns erstmal voll der Lavasee auf uns hereinbricht. Hä, wer macht denn von euch hier Pitsche-Patsch-Geräusch? Aua. Was du es? Guck mal, wir haben so viel Quarz schon wieder zusammen. Ich werde mal hier ein bisschen zusammenpappen. So. Oh, guck mal, das reicht sogar genau. Da haben wir wieder einen Inventarplatz gespart. Ausgezeichnet. Juhu. Und, ach, da ging es rein. Alles klar. Wie? Hä? Bin ich außen rumgegangen, ne? Kann das sein? Ja, wir sind immer außen rumgegangen. Okay. Dann halt außenrum. Ich höre ja was rum, Patschemannchen. Patschemannchen? Hallo? Oh, hallo! Wer bist denn du? Du kleiner Frecher.
Ich meine, ihr kleinen Frechen. Ich meine, ihr kleinen vielen Frechen. Ah! Wupp. Jetzt werden die immer mehr. Hilfe, Hilfe. So. Weg, 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 weg. Jetzt hat sich ausgepanschemanscht. Gut. Oh, 4 Magma-Creme haben wir rausbekommen. Das ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Level 30. Ich bin ja schon fast gewillt, mit diesen Spawn-Eiern zurückzugehen. Weil damit kann man echt coole Sachen machen. Und hier wartet sowieso nur der Tod auf uns. Der Tod! Ja, da sehe ich doch schon die Lohen hier, wie sie sich dahinter verteilen. Pups. Peng, weg mit dir. Kriegen wir da auch Lohnstäbchen raus? Nö. Warum auch? Warum nur? Wir haben ja nur ein böses Monster getötet. Warum sollte es uns eine Belohnung bringen? Vor allem, wo sind wir hier? Warte mal. Hä? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob das der richtige Weg ist, wo ich zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Nein? Warum ist hier... Hä? Hä? Warte mal. Mama, wo bin ich? Oh, guck mal. Goldschwerter. Naja. Wenn man die wenigstens einschmelzen könnte, das wäre wenigstens noch cool. Aber so bringen die mir überhaupt nichts. Da packe ich die mal lieber weg. Ich gucke jetzt mir hier mal hoch. Sind wir jetzt hier, wo ich denke, dass wir hier sind? Ich denke, wir sind hier, oder? Weil hier hätte ich da versucht, die Plattform zu bauen. Genau, diese Spawn-Plattform. Genau. Genau, genau, genau. Hier sind wir. Ja, aber die Frage ist... komm, bevor ich hier irgendwo runterfalle. Ich würde sagen, wir gehen lieber wieder nach Hause. Oder? Naja, weil hier ist jetzt sowieso nichts, was irgendwie interessant aussieht. Ja, wir gehen einfach wieder. Komm. Bringen wir den ganzen Grimselkrams erstmal nach Hause. Wir haben Level 30. Wir können unsere... Moment, hier lang? Hier lang. Wir können die Brustplatte verzaubern. Und dann hier lang? Ich glaube hier lang. Und dann hier lang? Ich glaube hier lang. So, ne, die Brustplatte dann verzaubern. Die Diamantbrustplatte mit schönen Schutz. Und dann mal gucken, was wir da noch so alles Schönes draufklatschen können. Viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. So, bin ich hier wirklich? Ja, ich bin hier richtig. Was wir uns hier für Wege gebaut haben, das ist der Witz. So total verschlungen und verworren. Na gut. Ne, dann machen wir uns jetzt aus dem Nether wieder raus. Wir haben ja alles, was wir wollten. Und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Minecraft wäre. So ist das. Oh. Erstmal schön die Nase. Oh, die krabbelt schon wieder so, Olle. Ja, ja, Schweinemensch. Ich weiß, dass du mich magst. Weil kann es sein, dass wir irgendwie schneller sprinten durch irgendwas? Kommt mir immer so vor, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich sollte es nichts sein. Aber wir sind halt doch irgendwie wahnsinnig flink unterwegs. Na du kleiner Schweinemensch. Kleiner Schweinemensch. Gut. Ist glaube ich sogar die 666. Folge. Also ne, man sieht hier eindeutig in der Hölle und Satan und so, das ist alles Quatsch. Ja, hier passiert überhaupt nichts von wegen des... Oh, Entgast. Hilfe, hier hätte ich da mal nichts gesagt. Ah, geh weg. Wo ist der? Wo? Links, rechts, oben, unten? Ich weiß sowieso, dass der erst auftaucht, wenn wir auf dieser komischen Brücke hier sind. Und uns dann von der Brücke runtersprengt und wir dann in die Lava fallen und... Was ist das? Ich sprinte jetzt einfach rüber. Nee. Ich mich beschießen. Geh weg, Gast. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Schon mal gut. Okay. Wo ist denn der? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich gehe jetzt einfach. Tschüss. So. Meine Güte. Obwohl. Warte mal. Wir können ja noch ein paar Schweinemenschen ärgern. Genau, jetzt taucht er auf. Das war so klar. Stirb. 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 Ich glaube, ich habe den über Lava getötet, ne? Ja, gut, dann habe ich den halt über Lava getötet. Aua. Hat der mich gehauen, ne? Frecher Lümmel. So. Die scheint das so überhaupt gar nicht zu interessieren, ne?
Ah, ist mir egal. ein Goldbarren. Nice, da hat sich schon gelohnt, dass wir nochmal hier ein bisschen Stunk gemacht haben. So ist das nice. So ist das nice. Komm hier. Ja. Oh, dich. Dich und deine Mutter, du verdammt. Ah, okay. So, da sind noch ein paar. Ja, hier kommen wir alle hierher. Ich möchte euch mal ein bisschen effektiver bekämpfen hier. Nicht nur so alle kleckerweise. So, machen wir hier mal ein bisschen Licht aus. Und hier noch ein bisschen Licht aus. Huch, was bist du für einer? Ich drehe mich um, da steht der da direkt schon an mir dran. So. Oh, jetzt kommen sie ja aber alle, ey. Und Michael Jackson ist auch dabei. Wow. Hey, wie viele Zombies hier dabei sind? Normale Zombies. Das ist doch der Shit. So. Zack, klatsch. Du kriegst eine mit. Du kriegst eine mit. Dir gebe ich eine mit. Und du darfst auch nochmal. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Zeit. Dann gucke ich mir auf meinen Kompass, der mir überhaupt nichts bringt im Nether. Und esse noch ein Steak. Oh, das Zombiefleisch ist wenigstens nicht schlecht. Das nehme ich gerne mit. So, du kriegst auch eine mit. Dann musst du hier nicht mehr so lange hinterherlaufen. So. Ja, das lief doch schon mal ganz gut. Guck mal hier, schon wieder, ne? Ein Stack und noch ein Stack und zwei Barren. Das ist doch eigentlich ganz effektiv. Ja, unser Schwert leidet halt ein bisschen drunter, aber das ist nicht schlimm. Das können wir ja reparieren. Und an sich, würde ich sagen, war das erfolgreich. Und, ja, wie es weitergeht und wie wir gegen die restlichen Viecher hier kämpfen. Und, das sehen wir alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, haut's rein und ciao, ciao. Extra lange Folge. Hoffentlich muss ich nicht teilen. Ah.